Ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Video und heute seht ihr, wie man ein Mähroboterkabel schnell und einfach unterirdisch verlegen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Mähroboterbesitzer dieses Problem kennen, zumindest die, die einen kabelgebundenen Mähroboter besitzen. Nämlich, wenn das Kabel oberirdisch verlegt ist, wird auf kurz oder lang irgendwann das Kabel mal beschädigt sein, durch Kinder, durch Vertikutieren oder warum auch immer, irgendwann ist es mal kaputt. Und deswegen empfiehlt es sich eigentlich immer, ein Mähroboterkabel unterirdisch ca. 5 cm in den Boden rein zu verlegen. Und da gibt es spezielle Firmen, die sowas auch anbieten, Husqvarna, Servicepartner etc. Die fräsen das im Prinzip rein mit speziellen Maschinen. Relativ teuer, muss ich echt dazu sagen. Und das Ganze geht auch total simpel und einfach. Und das möchte ich euch heute hier in meinem Bereich zeigen, denn ich verlege aktuell auch ein Mähroboterkabel und ich habe auch gesagt, bevor ich es jetzt wieder oben verlege und dann wieder darauf aufpassen muss, ja, es verwächst sich irgendwann mal, aber es ist immer besser, wenn es unterirdisch verlegt ist. Und deswegen, ich denke, man sieht schon ganz gut, ich habe schon gut in den Boden reingelegt. Ich bin aktuell dabei und habe gedacht, ich zeige euch jetzt in diesem Video, wie einfach das funktioniert. Wenn ihr einen Spalt in den Rasen reinmachen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr nehmt entweder einen Spaten, der hat aber das Problem, dass er immer etwas gebogen ist und dadurch bekommt ihr nicht wirklich eine gerade Linie hin. Dann gibt es noch einen mechanischen Rasenkantenstecher. Das funktioniert auch ganz gut. Ihr müsst dann immer mit ein bisschen Bewegung vor, zurück, könnt ihr dann den Spalt öffnen. Aber es ist relativ aufwendig und relativ schweißtreibend. Der Spalt wird dann trotzdem auch wieder relativ uneben bzw. nicht geradlinig. Und das ist oft ein Problem. Deswegen habe ich mir was überlegt. Und zwar gibt es ja sogenannte Rasenkantenschneider. Die gibt es von verschiedenen Firmen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel von der Firma Ego. Da gibt es aber auch sehr günstige von der Firma Einhell. Und die haben ein richtiges Stahlmesser, das sich dann dementsprechend schnell dreht. Und das nimmt man eigentlich zum Rasenkantenschneiden. Und damit kann man wirklich perfekt in den Boden reinfräsen und das Ganze so 5 bis 7 cm, je nachdem, wie man das Ganze einstellt. Ja, und ich glaube, ihr seht schon am Ergebnis, das funktioniert richtig gut. Der Spalt ist dann so circa 2 bis 3 mm breit und da kann man dann richtig schön das Kabel reinlegen. Ja, ich würde sagen, ich zeige es euch mal, wie das Ganze funktioniert. Beim Fräsen müsst ihr eigentlich nicht viel beachten. Einfach anmachen, ansetzen und das war's. So, aktuell ist wirklich ein sehr kleiner Spalt mit ca. 1 mm oder 2 mm Blattstärke und ich gehe jetzt einfach nochmal drüber und gehe auch zurück und dann wird er einfach breiter. Das war's. Idealerweise, der Boden sollte natürlich nicht zu trocken sein. Und auch nicht zu nass, sonst wird es zu matschig. So normale Feuchtigkeit, bei uns hat es vorgestern geregnet und von daher ist es jetzt wirklich ideal. Ihr seht auch schön den Spalt, der ist ordentlich tief und das sollte jetzt eigentlich ganz gut passen. Und da legen wir jetzt das ganze Kabel rein. So, dann könnt ihr schon anfangen, wenn das Ganze erledigt ist, eure Maße alle passen, dann könnt ihr das Ganze vorsichtig reindrücken, könnt es auch mit den Fingern machen, je nachdem, wie breit der Spalt ist. Bisschen runterdrücken in den weichen Boden rein und dadurch bleibt es ganz gut liegen. Und das war's dann eigentlich schon. Ich gehe jetzt her und mache ab und zu immer an den Ecken, mache ich so einen Haken rein, die es ja hier gibt, wo eigentlich zur oberirdischen Verlegung gedacht sind.
mache ich rein als Sicherheit, immer wieder mal in den Ecken oder so wie jetzt hier, wenn einfach zu viel Kabel schon bereits drin liegt, dann gehe ich einfach her, drücke den kurz runter. Und dann habe ich da wieder einen Halt und kann wieder ordentlich spannen. Ja, und das war's. Und wenn ihr einmal durch seid, geht der Spalt, die Fuge, die geht dann im Regelfall innerhalb von ein paar Tagen wieder zu. Ihr könnt aber auch etwas nachhelfen, indem ihr jetzt mit dem Fuß drauf tretet und das Ganze etwas schließt. Dadurch geht das Kabel auch nicht gleich wieder raus. Einfach mal drüber laufen. Und ihr könnt aber auch, wenn ihr eine schwere Rasenwalze habt, könnt ihr auch mit der Rasenwalze drüber gehen. Das mache ich jetzt in dem Fall. Gehe einfach mal drüber mit was ganz Schwerem und dann schließt sich die Fuge auch wieder relativ gut. Da kommt es dann auch wieder drauf an, wie stark der Boden vorher gewässert ist. Diesen Bereich, da ist jetzt ein bisschen nasser. Und wenn ich da jetzt drüber gehe, da sehe ich dann nicht mehr viel. Einmal vor, einmal zurück. Und dann war es das. Und innerhalb weniger Tage ist das Ganze dann wieder zu. Und das war's schon. Und schon ist euer Kabel unterirdisch verlegt mit ca. 5 cm. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr das erste Mal ein Mähroboterkabel verlegt und ihr noch keine Erfahrung damit habt, würde ich persönlich empfehlen, verlegt es erst oberirdisch. Installiert den Mähroboter, wenn dann alles passt von den Abständen her, dann könnt ihr es unterirdisch verlegen. Macht ihr das nicht und ihr habt später einen kleinen Fehler drin, ihr seid zu nah dran am Hindernis oder zu weit weg, dann habt ihr das Problem, dass das ganze Kabel unterirdisch verlegt ist und ihr habt einen größeren Aufwand. Habt ihr allerdings schon Erfahrung mit Mährobotern, mit eurem Modell? Weil es ist auch immer unterschiedlich von Hersteller und von den Modellen her, wie weit ihr wegbleiben müsst. Dann kann ich euch auch gleich empfehlen, legt es unterirdisch und ihr habt weniger Probleme mit Bruchstellen etc. Sollen noch Fragen sein, einfach wie immer in die Kommentare. Ciao.